Hallo zusammen, ich möchte euch heute den Total Crunch vorstellen. Der Total Crunch ist ein Gerät, was ihr daheim verwenden könnt. Und zwar soll es ein Heimtrainer, ein Crosstrainer und ein Bauchtrainer in einem sein. Hier steht das gute Teil. Es wird beworben damit, dass man alle Muskelgruppen gleichzeitig trainiert, indem verschiedene Arten von Kraftübungen mit Herz-Kreislauf-Übungen zusammen kombiniert. Also ihr trainiert alle wichtigen Muskelgruppen von oben bis unten, baut diese auf und verbrennt gleichzeitig Kalorien. Und der Total Crunch nutzt dabei das eigene Körpergewicht als Widerstandskraft. Ich habe das Teil bei meinem Bruder gesehen, habe das ausprobiert und ich muss sagen, ich finde es nicht schlecht. Mich hat das Ganze 77 Euro gekostet bei Amazon, kam direkt aus Spanien geliefert. Innerhalb von ungefähr 5 Tagen war es da. Also ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Ich habe vorhin mal gegoogelt, der Preis geht teilweise bis 150 Euro hoch. Und das ist meines Erachtens ein bisschen zu teuer. Ihr seht das ganze Teil der Total Crunch. Also das ist alles massives Eisen, massiver Stahl. Zusammenbauen hat vielleicht maximal eine Viertelstunde gedauert. War relativ einfach. Einige Teile, wie das Mittelteil hier, war schon vormontiert. Also auch welche, die nicht technisch begabt sind, können das innerhalb von 15 Minuten aufbauen. Was ihr verstellen könnt, ihr könnt hier hinten noch den Sitz auf eure Größe einstellen. Ich habe es jetzt mal ein bisschen weiter hinter, weil ich doch mit 1,83 etwas größer bin. Aber auch für kleinere ist es überhaupt kein Problem. Gerade für Frauen ist das Teil sehr effektiv, weil es ja doch ein bisschen was bringt, was man zu Hause machen kann. Von der Bewegung her, ihr setzt euch hin, die Füße hier auf diese Pedale und dann wird man durch Ziehen, geht man dann nach oben. Also ihr nutzt gleichzeitig eure Beine, Beinmuskulatur und der Oberkörper wird auch mit beansprucht. Also ihr habt Arme, ihr habt Schultern, Rücken. Und das Ganze kann man dann natürlich ein bisschen schneller machen. Ich spüre es hauptsächlich in den Oberschenkeln nach einiger Zeit. Wenn man mal 100 Wiederholungen gemacht hat, werdet ihr merken, es bringt doch einiges, was man nebenher machen kann. Und was das Schöne ist, ich habe das Ding im Wohnzimmer stehen und kann bei meinen Nachrichten abends einfach mal eine Viertelstunde was machen, bevor ich faul auf der Couch schon sitze. Es gibt hier drei verschiedene Arten von Übungen. Und zwar, wenn ich den Griff hier ganz normal an der Seite nehme, trainiere ich mehr die Schulter und den Rücken, also durch diese Bewegungen hier. Nehme ich jetzt den Griff oben gerade, dass die Handflächen, die Handrücken nach oben schaut, hier so, trainiere ich mehr den Trizeps hier hinten und die Brust durch das Ziehen. Und wenn ich jetzt von unten nehme den Griff, dann habe ich hauptsächlich den Bizeps, der hier trainiert wird. Für die ganz Sportlichen unter euch, man hat noch die Möglichkeit, die Füße hier drauf zu setzen. Da ist das Ganze dann noch ein bisschen schwieriger, sieht natürlich dann etwas komischer aus. Aber mir kommen schon die ersten Schweißperlen, also das ist dann schon, also 100 Wiederholungen hier oben schaffe ich dann doch nicht. Alles in allem muss ich sagen, es ist ein schönes Gerät, was jederzeit ins Wohnzimmer passt. Ich kann es auch einfach hochnehmen, das Ding wiegt 13 Kilo und ich stelle es hinter die Tür oder hinter die Couch. Was ich empfehlen würde, wäre, dass ihr so eine ganz normale Sportmatte unterlegt, weil das Ding, wenn ihr da wirklich in Bewegung seid, das kann dann doch ein wenig rutschen und es soll ja keine Kratzer auf dem Boden geben. Gerade auch für Frauen ist das Ding ein schönes Teil. Ihr verbrennt Kalorien und zwar Ganzkörpertraining von oben, Arme, Schultern, Bauch ist dabei, weil ihr die Spannung habt, die ihr erhalten müsst. Ihr habt den Rücken, der trainiert wird und Beine, Po, alles diese Problemzonen, die man in der Frau hat. Meine Frau und meine Kinder sitzen abends auch beim Fernsehen einfach mal
5 Minuten, 10 Minuten drauf auf dem Teil. Ich finde den Total Crunch ein schönes Gerät und wie gesagt, passt beim Preis ein bisschen auf. Bis 150 Euro hoch habe ich es entdeckt. Das ist weit überteuert. Also wie gesagt, ohne Schleichwerbung zu machen, Amazon 77 Euro. Da kann man dieses Teil, was komplett aus Eisen besteht, gut bestellen. 4 Tagen, was da direkt aus Spanien geliefert, ohne Probleme. 15 Minuten aufbauen, auch wegräumen, kein Problem. Ich wünsche euch viel Spaß damit, wer sich dafür entscheiden sollte. Und tschüss.